Nach Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg war klar, dass hierfür passendes Eisenbahnmaterial benötigt werden würde. Zur Deckung des Bedarfs sah man sich Fahrzeuge der heimischen Industrie an. Dabei fiel die 65 DE14 in die engere Auswahl. Durch das hohe Führerhaus konnte sie jedoch nicht uneingeschränkt eingesetzt werden, sodass eine Weiterentwicklung in Auftrag gegeben wurde. Es entstand die 62 DE19A. Die niederländische Staatsbahn gliederte nach dem Krieg 19 Lokomotiven in die Reihe 600 ein. Bald nach Übernahme rüstete sie ihre Maschinen mit neuen Motoren von Thomasen Fricks auf. Fortan wurden die verbliebenen 18 Loks der Serie 2000 zugeordnet. Der Einsatz erfolgte zunächst von Zwolle aus, vor allem im Osten der Niederlande. Im Jahr 1955 erfolgte eine Umstationierung nach Amsterdam. Zwischen 1958 und 1960 wurden alle Maschinen ausgemustert und verschrottet. Die geschichtsträchtige Lok kann als Pico-Expert-Modell wieder neu aufleben. Besonderheiten und Eigenarten der ursprünglich amerikanischen Konstruktion sind gewissenhaft umgesetzt worden. Bei der Formgebung des Gehäuses wurde auf parallel verlaufende Seitenwände von Führerhaus und Motorraum geachtet. Viele Details an der Maschine sind einzeln angesetzt. Beispielhaft zu erwähnen sind hier diverse Griffstangen, Geländer und Scheibenwischer. Die auffällig rot lackierte Schürze kann vollständig verschlossen und mit den beiliegenden Zurüstteilen stimmig ergänzt werden. Unter den fein gravierten Motorhauben ist die Reihe 2000 von Pico voll bis unters Dach mit Technik. Oben auf den Fronten der Dieselmaschine sitzen die Rückleuchten der Lokomotive. Fahrtrichtungsabhängig lassen sie sich separat schalten. Der Wechsel ins Zweilicht-Spitzensignal erfolgt auch im Analogbetrieb automatisch mit der Fahrtrichtung wechselnd. Ein starker Motor mit Schwungmassen, unterstützt durch zwei diagonal angebrachte Haftreifen, lässt die Lok seidenweich und zuverlässig ihre Runden drehen. Dank der integrierten PLAX 22 Digitalschnittstelle kann ein Pico Smart Decoder XP5.1 auch noch im Nachhinein in der analogen Lokversion verbaut werden. Als Formneuheit ist die Reihe 2000 stolzer Träger des Pico Train Sound Gütesiegels. Ein komplett neu gesampeltes Soundprojekt wurde von den Pico Sound Spezialisten für die Lokomotive erstellt. Entfaltet wird der Sound durch einen kräftigen Lautsprecher, der von der neuesten Pico Smart Decoder XP5.1 Generation angesteuert wird. Eine intelligente Lasterkennung im Decoder lässt den Motorensound besonders realistisch klingen. Startet man diesen bei eingeschalteter Beleuchtung, glimmen die Lampen vorbildgerecht kurz auf. Dieser Veteran auf Schienen erinnert an eine Zeit des Umbruchs. Für die verschiedensten Dienste war die Reihe 2000 währenddessen im Einsatz. Passende Güterwagen der niederländischen Staatsbahn sind bereits vielfältig in der Pico-Klassik-Nostalgie-Linie vertreten. Neben dem niederländischen Pico H0 Expert-Modell erscheint auch die ursprüngliche amerikanische Lok mit der Aufschrift Transportation Corps des US-Militärs. Die Baureihe 65 DE19A USA TC2. Diese unterscheidet sich in Form und Farbe deutlich. Besonderheiten wie die Glocke,
Die beleuchteten Nummernschilder und die veränderte Lampenanordnung sind hierfür beachtet worden.